In der letzten Folge haben wir erfolgreich Rosebud einen Kopf kürzer gemacht und in dieser Folge jagen wir Silverback, dessen nächste Opfer sich bei der Pumpstation aufhalten sollen und bei dieser befinden wir uns bereits. Und da jetzt das Title Update 3.0.3 draußen ist, also wenn ihr die Folge seht, ist es schon eine ganze Woche lang draußen, aktivieren wir auch die neuen Einstellungen und zwar dunkelste Nacht und Spritzen heilen keine Verletzungen. Die Weltparameter lasse ich erstmal alles so, aber eine Sache müsst ihr mir sagen und zwar, soll ich die Azrael-Drohnen ausschalten oder sollen wir sie anlassen hier fürs Let's Play? Das dürft ihr entscheiden, ich richte mich dann nach euch. Jetzt aber erstmal die nächsten Opfer von Silverback retten. Legen wir uns hier mal auf die Lauer und schauen mal, ob wir die hier bereits finden können. Haufen Wachen, wie immer. Hier waren wir ja auch schon mal. Okay, eine ziemlich basslastige Musik. Zielt auf den Scharfschützen. Geh in Stellung. Bereit, Ghost Lead. Ich muss warten, bis der Raketenschütze wieder ein bisschen uns die Vorderseite zuwendet. Nicht, dass er in die Luft fliegt. Funker markieren. Brauche freie Schusslinie. Feuer auf mein Kommando. Unten haben wir auch noch einen. Der muss auch weg. Prima. 3, 2, 1, Feuer. Das war's. Wir haben sie. Oh shit. Ah, mein Aim. Genial. Was ist mit meinem Aim passiert? Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einspielen, so wie es aussieht. Wir haben was bemerkt. Wenn ich privat spiele, spiele ich ja die 416 mit kurzem Lauf. Und hier haben wir die G36C Scout. Die verhalten sich natürlich ein bisschen, also die Waffen verhalten sich alle ein bisschen anders. Und daher, der hat Infos. Ich komme im Bullet Drop nicht mehr klar. Haben wir hier hinten auch noch? Ja, da haben wir einen Scharfschützen. Das war ein Headshot. Ich werde langsam warm. Hoffe ich. Oh je. Aus allen Richtungen kommen Stimmen. Shit! Ah. Ja, mach das. Ach, wisst ihr was? Schalldämpfer ab. Team, Feuer frei. Feuer eröffnen. Es geht los. Sag mal. Komm, schieß Einzelfeuer, ist besser. Ihm, da würde ich gern nur in. Ihm würde ich gern keinen Kopfschuss verpassen, wenn es geht. Gut, damit wir noch verhören können. Shotgunner down. Sehr gut. Commander. Gut, das war der Commander. Wo ist der Generator? Ich höre auch eine Drohne irgendwo rumschwirren. Ich hoffe, die fällt uns nicht gleich in den Rücken. Machen wir erstmal den Mörser weg hier. Jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Es gibt Ärger und es kommt noch härter. Vorsicht, Rakete im Anflug.
Wow, 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 wow. Wer schießt denn da mit Raketen auf mich? Jetzt mal ohne Witz. Wo ist der? Wo ist der Raketenschütze? Der, der hier auf dem Dach war, den habe ich erledigt. Eigentlich. Der Schütze hat uns im Visier. Ja, aber wo ist der? Wo ist der Raketenschütze? Ich gehe mal runter. Der Raketenschütze hat uns im Visier, Boss. Jo. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Das hat sich sehr nah angehört. Wo? Sag mal. Da ist er! Schick. Wie blind kann man sein? So, wir haben... Oh, ich sehe gar nichts. Alter, schock mich doch nicht so. Schauen wir mal. Öffne die Tür. Warum die Tür nicht aufgeht, wenn der da vorne liegt, weiß ich auch nicht, aber hey. Lass mich rein. Piep, piep. So. Was haben wir hier? Nichts von Bedeutung. Gut, soll mir egal sein. Wir wollen Infos. Guten Tag, der Herr. Mich dünkt, ihr habt Informationen für mich. Oh. Das ich brauche mehr Informationen. Informationen. Ich hab dir alles gesagt. Wirklich alles, was ich weiß. Ja, ja, das sind Informationen zu Fraktionseinsätzen. Weißt du? Sonst weiß ich nichts. Bitte töte mich nicht. Das sind Informationen, die ich überhaupt nicht haben will. Ja, ist alles sauber. Bin auf dem Weg zu dir. Ja, gut. Die Informationen bitte. Will ich bestimmt haben. Lassen Sie mich in Frieden. Hey, kein Grund zur Sorge. Hey, halt. Keine Angst. Ich will nur reden. Was wollen Sie? Ich suche nach Silverback. Sie werden Silverback nicht finden. Er findet Sie. Er kommt regelmäßig her und nimmt Leute mit, die nicht hart genug arbeiten. Wenig später gibt's dann nur noch Fotos von ihren Leichen. Das weiß ich zu schätzen. Schauen wir mal. Okay, aber warum ist das Blut blau? Silverbacks Basis. Ein verschneiten Berg. Okay. Silverback finden. Er hat den Befehlshaber des Außenpostens Red Tiger kontaktiert. Das ist in der Region New Argyll. New Argyll ist eine ganze Ecke weg. Aber da ist ein Heli. Das ist gut. Wobei, ja doch, ist aber trotzdem ein Stückchen. Dann sehen wir uns gleich dort. Und jetzt sind wir am Außenposten Red Tiger und ich habe bereits zwei Kommandanten identifiziert, die wir befragen können. Scheinbar hat Silverback tatsächlich zwei Befehlshaber kontaktiert. Er konnte das ahnen. Ist vermutlich ein Bug, aber... So. Gut. Ein Raketenschütze. Ein Scharfschütze. Das war der Scharfschütze. Das war der Raketenschütze. Alles sauber? Ist da noch jemand? Das sind bestimmt ganz viele. Hier ist nichts. Ja, da wuselt's ganz gewaltig. Noch einer? Drei Kommandanten? Jetzt wird's langsam lächerlich. Gut. Dann schauen wir doch mal, ob wir einen dieser Kommandanten hier... ja, ausschalten können, so dass wir ihn noch befragen können. Ja, da hinten dran ist... Perfekt. Perfekt. So, jetzt nur nicht erwischen lassen. Und hintenrum dorthin schleichen.
wenn Nomad fertig gerutscht hat. Das war ja prima. Nomad sollte sich dringend neue Schuhe kaufen. Und zwar welche mit gutem Profil. So, da oben ist noch ein Raketenschütze. Ich weiß nicht, kann ich den Safe wegmachen? Geht das? Ja, da scheint sonst keiner zu sein. Ich will nicht riskieren, dass der uns entdeckt. Können wir da hoch? Jawohl. Jetzt vorsichtig. Da ist der andere Kommandant. Noch ein Wolf und der dritte Kommandant. Hier ist auch alles ruhig. Ja, er geht einfach weiter. Scheiße, der kommt da hinten hin, oder? Ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Vielleicht ja doch. So, jetzt aber schnell den Kommandanten geschnappt. Komm, komm, komm. Ach du Heilige. Was macht der denn da? Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber... Schnell in Deckung. Oh, das klappt gut. Du hast genau eine Chance, mir zu verraten, wo Silverback ist. Ich kann nicht. Der bringt mich um. Oh ja? Und was glaubst du, was ich tue? Du verstehst das nicht. Der ist total krank im Kopf. Hast du die Fotos gesehen? Wo ist er? Okay. Die Gegend heißt Good Hope Mountain. Er muss da irgendwo ein Versteck haben. Gut, dankeschön. Die Fotos könnten Hinweise liefern, wo er ist. So, dann müssen wir nochmal hier Silverback Aufklärungsdaten. Wo kann das sein? Das hier hinten sieht aus wie ein zugefrorener See oder zumindest eine Ebene. Ein Berg. Ja, und eine Kanalisation. Hier gibt es auf jeden Fall auch Wasser. Hat eine Kanalisation so an sich. So, wo soll das sein? In Good Hope. Was ist denn Good Hope? Good Hope Mountain kenne ich. Ah, hier, Good Hope Mountain. So, wo kann das sein? Hier würde ich vermuten. Camp Weasel. Camp Weasel. Weasel, Weasel. Ist auf jeden Fall ein See. Ob der zugefroren ist, sehen wir, wenn wir da sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort. So, wir sind angekommen und der See ist tatsächlich größtenteils eingefroren. Hier haben wir auch ein paar Wachen, die schalten wir erstmal aus. Wir haben Gesellschaft. Vorsicht. Commander markieren. Rücke vor. Mein Ziel markieren. Brauche freie Schusslinie. Schneller. Ich bin schussbereit. 3, 2, 1. Feuer. Alle tot. Hab einen Kommando. Rock'n'Roll. Natürlich. Guten Tag, die Damen. Genau, dass wir hier sind. Sehr gut gemacht. Das war's. Alles klar. Ja, so ein Hexenschuss tut halt echt weh, ne? So, dann schauen wir doch mal schnell mit der Drohne, ob das hier das Richtige sein kann. Hier sind Wolves und... Eine Drohne. Oh, guck mal da. Ja, hier sind wir richtig. Und das Blut ist tatsächlich rot und nicht blau wie auf dem Bild. So, wunderbar. Dann wissen wir schon mal, dass wir hier richtig sind. Müssen wir nur noch dorthin kommen. Ist hier natürlich eine riesige offene Fläche, was nicht so ganz, ja... günstig ist für verdecktes Vorrücken.
Allerdings haben wir hier ja das kleine Wäldchen. Darüber kämen wir unter Umständen näher ran. Oh, was haben wir denn da? Hallo? Das ist doch bestimmt nicht der einzige. Wenn das hier wirklich Silverbacks Basis ist, dann ist das hier garantiert nicht der einzige Scharfschütze. Es sind bestimmt noch mehr. Da ist eine Drohne. Da sind sogar noch zwei Scharfschützen, so wie es aussieht. Noch eine fahrende Drohne. Aber hier reden immer zwei. Wer ist das? Ja, da kommst du aber früh damit, Fury. Wir sind Echelon, das heißt, wir haben kein Drohnentarnspray. Aber mit ein bisschen Glück schaffen wir es auch so. Wir müssen ja nur hier unten rein. Wir müssen ja nicht durch den Haupteingang. Doch, ich bin hier, aber ich sehe dich leider gerade nicht. Zumindest nicht gut genug. Oh shit, kommt die Drohne hierher? Das wäre schlecht. Die Drohne hat sich verabschiedet. Guten Tag, der Herr. Na? Gemessert. Oh, da unten. Habt ihr ihn gesehen? Ach, das ist nicht gerade ein Wolf. Spielt aber ungefähr genauso gut. Oh, da haben wir. Das war's? Das glaube ich aber nicht. Das sind welche in der Nähe. Kommen wir hier hoch? Jawohl. Oh, da hinten ist einer. Sieht aus wie ein Brecher. Da kommt der nächste. Hier wird es wahrscheinlich von Wachen nur so wimmeln. Kein Kontakt in diesem Gebiet. Ah, ich glaube, ich bleibe bei der Wärmebild. Bei der Wärmesicht. Das war dumm. Nichts zu berichten. Wir hatten aber Glück. Hier hat gar nichts getriggert, dass wir hier richtig sind. Aber gut. Können sich unsere Augen nicht mal langsam daran... Oh, 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 oh. Shit. Shit. Das war sehr schlecht. Minen. Brauchen Minen. Wo machen wir denn die Minen hin? Hier hin. Wobei, das hier brauchen wir noch weniger. Minen. Hi. Jo. Könnte auch sein, dass die jetzt gleich noch von hinten kommen. Das ist schlecht. Heilen sollte ich mich auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, aus welcher Richtung die kommen. Das ist verdammt schlecht. Ach, Mist. Identifiziert die Bedrohung und greift an. Team, Feuer frei. Knallt sie ab. Ich komme nicht hin. Wunderbar. Ich komme eigentlich nicht drüber irgendwie.
Filter drüber. Nein, fix it! Was ein schöner Treffer! Danke. Team, sammeln. Bei mir sammeln. Die sollen nicht so weit in die Basis reingehen. Vor allem nicht, wenn Fixit da noch liegt. Ich komme nicht mehr da drüber. Muss ich hier rüber? Geht das wenigstens? Ja, danke. Oh, hey. Blindfisch. Ich verletzt immer noch. Oh, oh. Lauf mir nicht durch die Front, Mann. Ziel ist untergetaucht. Gewaltsame Aufklärung. Gewaltsame Aufklärung, so nennt man das. Okay. Cool. Aber ich meine, hier ist auch ziemlich dunkel. Aber ich habe halt eben mitten im Licht gestanden, dass der mich nicht gesehen hat. Mir soll's recht sein. Die Mine? Ach, die. Ach, deswegen wurde die nicht ausgelöst. Die hängt halt hier zwischendrin. Brauche Deckung! Wow, wow, wow. Überall liegen die Helme rum. Tatsächlich sieht man einfach mit der Wärmebild am meisten. Wo liegt Fixit? 18 Meter. Da geht's nicht runter. Wie zur Hölle ist der da hingekommen? Sucht schon! Boah, beim letzten Schuss. Sag mal, wo ist denn Fixit hingerannt? Ich will doch nur mein Team heilen, mein Gott. Oh. Die Flugdrohne ist ziemlich aggressiv gerade. Was ist das denn hier? Und was war der Sound von hinten hier? Shit, shit, shit! Verdammt. Alter Schwede, der hat mich ganz schön gut erwischt. Das waren die Bandagen. Mehr haben wir nicht. Wechsel die Position. Oh shit. Was? Nee, 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 Alter. War das er? Aufklärungsdaten sammeln? Was auch immer hier drauf ist, muss wichtig sein. Das war Silverback? Okay. Silverbacks Plan. Schauen wir mal. Tagebucheintrag. Mein Alter sagte immer, dass im Krieg niemand sauber davonkommt. Vor allem nicht die Unschuldigen. Ein wahres Wort. Die Zivilisten vor Ort sind nur ein Werkzeug in der Schlacht. Man sollte meinen, ein Ghost versteht das. Doch sollen, das sollen doch die Besten sein. Aber unser Ghost verhält sich nicht so. Dieses sogenannte Ass hat keine Ahnung, dass die Blutspur direkt zu mir führt. Die Erkenntnis wird kommen und dann schlage ich zu. Gott, mein Alter wäre stolz auf mich. Das ist Teil einer Notiz, die eine Gedichtzeile enthält. Diese Zeile lautet, die zu einer Höhle führen, bewacht von einer Figur der Ahnen. Moment, sowas hat doch Rosebud auch gehabt. Hier, erhält der Wächter den Seelenpfad? Hält der Wächter den Seelenpfad? Öffne dich. Erhält der Wächter den Seelenpfad?
die zu einer Höhle führen. Nee, das passt nicht zusammen. Aber das war jetzt ein bisschen, ja, wenig spektakulär, muss ich sagen. Fixit lebt wieder, yay! Ich bin aber immer noch hart verletzt. Team, Feuer frei. Feuer frei! Alter, willst du mich verarschen? Geh in Deckung, Norman. Ah! Ich treffe ihn nicht, aber er trifft mich. Und das nur, weil ich in die Third-Person-Ansicht gewechselt habe. Ich sollte einfach, wie immer, nur in First-Person rumlaufen. Wow. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr laufen, aber vielleicht schaff ich es dann noch rauszukommen. Bandagen haben wir halt keine mehr. Rennen ist jetzt auch nicht mehr. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Ich meine, wir haben Silverback erlegt. Durch Zufall. Aus Versehen. Gut, ich würde sagen, damit haben wir es offiziell geschafft. Explosionsalarm, was da passiert? Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben Silverback aus Versehen erlegt. Und ja, dann können wir in der nächsten Folge den letzten Superwolf erledigen. Der da wäre Flycatcher. Ja, der nächste ist Flycatcher. Genau, Flycatcher. Bevor wir dann Jagd auf unseren alten Ex-Ghost-Freund machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Sauber.